Folge vom kleinen Bus Simulator. Wir fahren heute die Strecke von... Ich muss mich kurz einloggen. Ihr seht doch schon, ich habe jetzt ein eigenes Reisebüro. Ja gut, das hier ist ein bisschen vorbei. Wir starten euch noch gleich mal mit Milch. Und ich müsste mal wieder ein bisschen hier bearbeiten mit dem Audio. Das ist mal viel zu laut. Leider immer noch mit Tastatur, aber ich hoffe, dass das nicht mehr lange so ist. Oh mein Gott. Und dieses Projekt hier mit Fernbus sieht bis jetzt kein Ende. Also ich denke mal, das wird unendlich lang laufen. Bis jetzt steht noch ein Ende fest. Und ich denke mal, sobald ich ein Lenkrad habe, werden die Kurven noch spannender. Ja, doch, ich bin bald Bürobauer. Ja, ich arbeite ja nicht mehr für irgendein anderes Reisebüro. Das heißt, alles, was jetzt passiert, muss ich selbst bezahlen. Ich bin verantwortlich. Genauso wie davor die Polizei steht. Habe ich schon erzählt, wir sind von Hannover nach Braunschweig. Braunschweig, ja. Hier muss ich rein. Oh mein Gott, wer steht denn da? Okay, Bus kaputt. Guck mal, da wohnen sogar welche mit vom Reisebüro.
auch der einfache Grund, dass ich jetzt ein eigenes Reisebüro habe. Reisebüro-Penner einfach rausgeschmissen. Fernbusreisen. Michi, Fernbusreisen. Morgen. Da hatte ich... kann sein, dass ich da in den nächsten Folgen mal hingehe, denn ich habe mich da die Tage, wo Reisebüro Penner mich rausgeschmissen hat, habe ich dann mal eine Bewerbung hingeschickt, aber bisher haben sie mich nicht gemeldet. Deswegen habe ich jetzt erstmal eigenes Reisebüro. Soll ich mein Gepäck etwa mit in den Bus nehmen? Ja! Wo ist denn der Gepäckraum? Hier gibt's keinen Gepäck. Soll ich mein Gepäck etwa mit in den Bus nehmen? Ja, halt das gut. Grüezi, hier mein Ticket. Danke. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Ja, so. Danke sehr. Mahlzeit, hier, danke schön. Mahlzeit. Ciao, das Ticket, bitteschön. Ja, ihr dürft heute an. Ciao, Sie wollen bestimmt. Auf geht's. Grüezi, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Weil heute die Einweihung von Reisebüro Bowser ist, dürft ihr alle mit. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Natürlich. Aber wir fahren nicht nach Bonn, wir fahren nach Braunschweig. Danke. Danke. Mahlzeit, bitte sehr. Dankeschön. Bitte. Tag. Das Ticket. Bitte schön. Auf geht's. Guten Tag. Fahren Sie in meine Richtung? Ja, bitte. Moin. Ich hoffe, ich bin sehr freundlich. Servus. Ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Guten Tag. Ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Sehr freundlich. Wo sind wir hier bei Reisebüro Bowser nochmal? Ich dachte, hier gibt es WLAN. Wie war's Wochenende? Und ja. Das WLAN ist übers Wochenende leider kaputt gegangen. Da ich den Bus selbst kaufen musste für mein Reisebüro und ja. Darum soll man sich also anschlagen. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Flixbus? Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein... Nein, wir sind hier nicht bei Flixbus. Wir sind hier bei Reisebüro Bowser. Klemmt das Gaspedal oder warum rast der so? Ey, das Gaspedal, das habe ich leider kaputt getreten. Warum soll man sich also anschreiben? Ah. Ist so Bremsung wie wir heute am ersten Tag. Einmal schön vorbildlich. Fahren wir Slalom? Slalom fahren wir gar nicht.
Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Es wäre nice, wenn es ein Düsenjet wäre. Bleifuß! Bleifuß? Okay. Aber wenn du es sagst. Aber pass auf, dann ist mir schon erzählt, ich will nicht raus. Mir wird gleich schlecht! Wieso wird dir schlecht? Das Schild braucht doch keiner. Ich kann ja damit von den Händen fahren können. Werden wir von der Polizei verfolgt? Weiß ich nicht, aber hier vorne steht sie. Hi. Mein Nagel ist angerissen. Warum steht die Polizei hier? Ich bin gleich nur noch Dörrobst. Dörrobst? Ja, dann bist du das eben. Sie war sofort doch einfach das nächste Mal mit Reisebüro pennen. Ich glaube, die haben wieder einen neuen und. Ich weiß gar nicht, arbeitet. In letzter Folge hatte bei Reisebüro Paluten mit der gearbeitet. Ist das heiß hier drin? Das ist doch gar nicht. Ja, was zum Teufel soll ich machen? Ich muss hier lang. Ist hier was für eine Abkürzung? Gleich gibt der Bus noch um. Dieser Bus keine Klimaanlage? Mein Nagel ist angerissen. Warum kommen Sie mal die Klima anmachen? So. Ein Rowdy. Ich bin kein Rowdy. Gleich nur noch Dörrobst. Was war das? Das war ein kleiner. Ach komm, ich muss hier lang.
Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Ich fahr doch nächstes Mal mit dem Taxifahrer. Wenn der besser fährt als ich. Das ist ja wie in einer Sauna hier. Vielleicht dann doch mal das Navi nutzen. Okay, dann fahren wir jetzt eine andere Strecke. Wie könnten wir denn hier fahren? Wir müssen jetzt hier rum und dann hier rum. Wir können doch einfach geradeaus durchfahren. Also hier könnten ist geradeaus, Sie mal die Klima, ne? Anmachen? Okay, dann muss ich jetzt hier runter. Sie sehen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht wahr? Hier sind überhaupt nicht so viele Bäume. Und eine Abkürzung. Fahren wir denn jetzt richtig? Ja? Die Anzeige mit drin nicht. Es ist wirklich heiß hier drin. Ja, dann ist es eben heiß. Soll das so sein? Ja, es soll so sein. Weil da vorne gesperrt ist und ich keine Lust habe, da so einen großen Umweg zu fahren. Wir fahren jetzt hier eine Meterabkürzung. Am Bauernhof vorbei oder was? Hier drin. Dann ist es eben heiß hier drin. Immer diese Frage. Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch auch schon so bevor wir in irgendwo beschwert habt. Ich ehrlich gesagt nicht so richtig, nur wenn da einfach weitergefahren ist, obwohl geklingelt wurde. Können Sie es etwas kühler machen? Nein! Ich muss mich auf Fahren konzentrieren. Warten Sie bitte einen Moment. Jetzt kann ich es machen. Sie sehen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht wahr? Hier sind überhaupt keine Bäume. Karte gucken. Ja, vielleicht ein bisschen schräg fahren. Hier drin wachsen schon Eiszapfen. Jetzt ist euch zu kalt hier drin, was wollt ihr denn? Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Wir wollen doch gar nicht nach Rom. Da ist der Autobahn. Ich bin mal kurz reingefahren. Hi, Autobahn.
mein Gott. Nein. Wenn wir zurücksetzen, dann sollten wir auch wieder richtig schnell. Abkürzung vorbei. Aber wir haben gerade richtig gut abgekürzt. Komplett dieses ganze Stück hier. Wir sind eben von hier in die Land gefahren. Wir sind schon fast da. Wenn ich nur noch einmal rüberkommen könnte. Jo, wir können wieder. Wenn Sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Und nächste Abkürzung. Ist das die richtige Richtung? Ja, das ist die richtige Richtung. Ist die Fahrgäste kein Vertrauensfahrer? Ist ja nicht so, als würde ich euch gerade entführen. Ich will nur mein Geld haben. Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind gleich in Braunschweig, da wo wir hin wollten. Alles verschüttet. Danke. Okay, wir sind richtig. Nein, wir sind nicht richtig. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Die Laternen müssen weg. Denn wir sind gleich wirklich da, wenn ich so weiterfahre. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Ja, ich bin auf dem Gaspedal eingeschlafen, weil ihr die ganze Zeit redet und davon werde ich müde. Die Fahrgäste brennen ein zum Einschlafen. Darum soll man sich also anschnallen. Aus mehreren Gründen soll man sich anschnallen. Das ist ein Gesetz. Das ist ein Gesetz? Ich glaube, das ist ein Gesetz mit anschnallen. Ja. Herzlich. Das ist ein Gesetz, das man sich anschnallen muss. Ich bin dafür. Das ist hier nicht die Formel 1. Ganz kurz, ich hab den Bus nicht mehr unter Kontrolle. So. Sprechen wir. Und ich muss gleich noch eine Aufgabe aufnehmen. Haben Sie es so eilig? Ach komm, fahr doch. Weiß nicht, für euch ist das schon die dritte Folge? Die zweite für heute? Ich glaube schon. Heute sind die 5 und 12. Ja, es ist für euch schon die letzte heute. Um 16:30 Uhr. Ich nehme
haben gerade erst die Folge aufgesetzt. Damals die für. Was war das? Sind wir denn jetzt hier richtig? Nein, sind wir wahrscheinlich nicht. Doch. Oh, die Folge Kontorin. Dreh kurz und Grundschutz freigeschaltet. Nice. Was geht denn hier ab? Schreibt mal in den Kommentaren, ob ich mal am Wochenende mal vielleicht einen Livestream dazu machen sollte. Kein Bus Simulator. Steigen. So, sie kriegen ihren Koffer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das Ergebnis an. Überpünktlichkeit, schade. Ich hab nur einmal ganz kurz die Angabe gespielt, egal. Ja, wir sind beiden Leute nicht pünktlich, ja. Alles noch okay. Ja, vor Straßenbahn hätte ich gar nicht gefahren. Gut, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.